Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Bedrohung B8 Adam 9 und heute geht es mit zweimal Talent 2 von Dessau nach Leipzig-Konnewitz. Wir fahren auf der S2, Ansagen wie letztens natürlich vom FIS und ich würde sagen, wir starten mal. Du mal alles soweit aufrüsten, so wie es geht. Schauen wir, dass wir hier erstmal zumachen, damit uns keiner sieht. Sie verein. Ah, die müssen wir einmal. PZB Störschalter. Und isoliert. Überbrückungsbremse. Ja. Überbrückung Bremse aus. So, warten bis 12:20 Uhr. Haben wir am Fisch schon was drin stehen? S2 Leipzig-Konnewitz. Wie gesagt, wir fahren mit zwei dreiteiligen Talents auf der S-Bahn in Mitteldeutschland. Und ich hoffe, diesmal funktionieren die Anzeigen. Die Anzeigen haben hier letztens nicht funktioniert. Parkbremse lösen. Definitiv. Und dann geht's los. Spaß ungefähr. Wird ungefähr, denke ich, so eine Stunde, also 70 Minuten definitiv dauern. Ich werde euch versuchen, natürlich so gut wie möglich zu unterhalten, aber ich finde, wie gesagt, das Szenario echt cool. Normalerweise bin ich, wie gesagt, nicht so der S-Bahn-Fahrer, aber allein schon durch den Leipziger Tunnel macht das richtig Spaß. So. So, probieren wir mal jetzt. Schau, die Displays funktionieren nicht richtig bei Doppeltraktion. Leider. War nicht so schlimm. So, da kommt der Taurus da drüben oder die 43er. Gibt es nämlich auch eine 43er. Ne, Taurus. Gibt nämlich auch einen 43er Leistung jetzt. Nur von Delitzsch nach Bitterfeld. Aber die ist auch nicht schlecht zu fahren. So. Herzlich willkommen an Bord der S-Bahn Mitteldeutschland auf der Fahrt von Dessau Hauptbahnhof nach Leipzig-Konnewitz über Dessau Süd, Ragun, Jesnitz, Wolfen, Greppin, Bitterfeld, Delitzsch Unterer Bahnhof, Tschortau, Rackwitz, Leipzig Messe, Leipzig Nord, Leipzig Hauptbahnhof, Markt, Wilhelm Leuschner Platz, Bayerischer Bahnhof und MDR. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste planmäßige Halt ist Dessau Süd. Super Ansagen. Also ich muss sagen, der die Ansagen macht, finde ich echt Respekt. So, mal kurz hier ein bisschen lauter stellen vielleicht. Wenn ein bisschen Fahrgeräusche kommen, beim Talent ist ja doch nicht so laut. Ja. Kann man ein bisschen lauter stellen. So. Nächste Station, Dessau Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Dessau Süd. Doors opening on the right. Ich weiß noch genau, wo ich das letzte Video mit euch gemacht habe. Ging die PCB nicht richtig vom Talent. Das war ein bisschen schade. Jetzt geht's aber wieder. Wie gesagt, du hast ja jetzt zwei Fahrpläne zur Auswahl. Du hast einmal, glaube ich, den alten Fahrplan, wo die 43 auch noch nicht drin war. Jetzt hast du den neueren. Jetzt fährst du aber nicht mehr bis Gaschwitz, jetzt fährst du nur noch bis Könnewitz. Im alten fährst du noch durch, glaube ich, bis Gaschwitz.
So. Pünktlich da. Man muss sagen, ich finde die S-Bahn Mitteldeutschland mit ihren silbernen Zügen, mit den grünen Türen, die Talents finde ich schon sehr, sehr ansprechend, muss ich ehrlich sagen. So, da gibt es hässlichere Talents. Wie gesagt, die Ansagen passen, glaube ich, nicht ganz immer zusammen. Ich muss mal schauen. Muss mal schauen, wie wir das auch hinkriegen. So, zumachen. Zunächst halt es dann Marke. Aber das sagt er uns an. Jetzt sonst finde ich das den Führerstand vom 442 echt in dem Sinne sehr cool. Hier beim anderen 442 kann man auch noch die Trittstufenhöhe einstellen. Das geht bei dem nicht. Im Original bin ich schon dreiteiligen und vierteiligen Talent oft mitgefahren, entweder im Stuttgarter Raum oder auch im Münchner Raum natürlich. Am Anfang nicht besonders beliebt, merke ich jetzt, dass sie bei den Personalen schon relativ beliebt sind. Kann natürlich da nicht, auch nicht für jeden sprechen. Jeder Lokführer hat sowieso sein eigenes Lieblingsfahrzeug oder Hassfahrzeug. Ist natürlich immer was anderes. Auf jeden Fall sind jetzt die Abstände relativ groß mit den Abständen. Ab Bitterfeld werden die ein bisschen enger und erst ab wenn dann erst muss man schauen, erst ab Leipzig Messe ungefähr wird es dann wieder größer. Das war übrigens die 43er Umlauf. Der endet in Bitterfeld, also der fährt nur Delitzsch-Bitterfeld. Er fährt sicher noch irgendwo weiter, aber der fährt wie gesagt nur Delitzsch-Bitterfeld bis jetzt. Ansonsten bin ich wirklich gespannt, was noch rauskommt. Transom World 3 habe ich mir jetzt noch nicht gekauft, aber seid sicher, Transom World 3 wird definitiv kommen. Vielleicht werde ich Trains Over 2 noch ein bisschen länger spielen, weil es haufenweise Fahrzeugfahrten, also Fahrplanfahrten gibt. Die kann ich euch gar nicht alle zeigen. Die müsst ihr selber spielen. Weil da ist jetzt viel, viel mehr Lokauswahl. Auf der einen Seite ist es ein bisschen schade, dass du Züge auch mit Loks fahren kannst, wo du im Endeffekt weißt, diese Lok schafft diesen Zug gar nicht. Also zum Beispiel mit der V100 nach Riesa 1700 Tonnen. 1700 Tonnen Zug, also das kannst du vergessen. Das kriegst du nicht hin. Aber wir sind aber echt gut dran, muss ich sagen, von der Zeit. Also 12:27, 12:30 in Marke. Das ist echt gut, muss ich ehrlich sagen. Nächste Station, Marke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Marke. Doors opening on the right. Bis jetzt eine sehr, wie soll man das sagen, bis jetzt eine sehr langweilige Fahrt. Du fährst jetzt bis Bitterfeld eigentlich nur geradeaus, alle Signale grün. Und so schön, dass du die Bahnsteige triffst. Ich hoffe, wir entgleisen nicht so wie letztens in
Zwischen Köln und wie kommt es jetzt drauf? Düren. Da sind wir ja in 422 entgleist. Ich hoffe, dass es hier nicht so ist. Wenn ihr euch fragt, warum ich beim SIFA-Ton ab und zu mal pfeife, ist, weil ganz einfach der VSIFA bei Zusi 3 auf der Leertaste liegt und die SIFA bei der Transover 2 auf Q. So, aber das, wir sehen, wir waren definitiv viel zu früh dran. So, ich habe mich mal kurz mit meiner Frau unterhalten, deswegen war mal kurz ruhig. Vielleicht sollten wir nicht mehr so rasen, aber eigentlich hast du bei der S-Bahn total den strengen Fahrplan. Das ist ja gar nicht leisten, irgendwie langsam zu fahren. Nächster Halt ist dann Ragun. Man muss sagen, der ist sehr, sehr leise. Und ich denke auch vom Fahren ist der sehr gut. Mir fehlt halt hier, sieht man halt den Softwarefehler. Normalerweise müssten die beiden natürlich Zugkraft anzeigen. Aber naja, kleine Bugs sind immer so. Oh, 160 Kilometer war ich schon mit dem Talent unterwegs. Respekt. Ja, war schon einige Kilometer mit dem unterwegs. So ein cooles Fahrzeug. War ja auch nicht nur mit dem unterwegs, sondern auch mit denen von der von National Express und sowas. Aber ich finde, es ist kein schlechtes Fahrzeug. Nächste Station, Ragun. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Ragun. Doors opening on the right. So, Ragun. So. Alles KS-Signale. Ich glaube, wir haben fast durchgehend KS-Signale, kein HL.
Ah, das ist die 82er. Also ich würde gerne mal wissen, ob die wirklich auf der S2 in Leipzig da mit der Taurus im Doppelstockwagen rumfahren. Das würde mich echt mal interessieren. Das sind so Sachen, die mich wirklich interessieren wollen, weil ich habe damals noch, witzigerweise glaube ich, gesehen, die Regionalbahn nach Magdeburg mit Windwerker Steuerwagen, Silberlingen und 82er, das CA, das habe ich gesehen. Aber ansonsten, Doppelstockwagen habe ich jetzt nicht gesehen mit der 82er. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht gibt. Die gab es damals, wie gesagt, auch noch auf der Dresdner Eisbahn. So, hier haben wir 70. Also LF6 mit Kennzeichen 7, eine Dauer auf der langsamen Stelle mit 70 km/h. Muss man runterbremsen. Unter 85 innerhalb von 23 Sekunden. Und jetzt, kurz bevor natürlich dann das LF7 anfängt, wo die 70 gelten, da fahre ich dann auch diese Geschwindigkeit. Ich fand halt ein bisschen schade, dass sie bei dem DRC halt nicht mit dem Leipziger Hauptbahnhof mit dargestellt haben, dass du vom Leipziger Hauptbahnhof auch hättest fahren können. Das wäre nochmal natürlich geil gewesen. Hätte man auch den Fernverkehr mit stattfinden lassen können. Selbst wenn man das mit einem ICE oder IC nur Leipzig-Bitterfeld fährt, wäre das trotzdem cool gewesen. Dann hätte man den Hauptbahnhof gehabt. Leipzig-Bitterfeld gefahren wäre auch cool gewesen. Nächste Station, Jesnitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Jesnitz. Doors opening on the right. Das wäre halt, wie gesagt, noch cool gewesen, wenn sie Leipzig am Bahnhof gemacht hätten. Hätte sie sicher auch Nachverkehrsleistungen gehabt. Leipzig Hauptbahnhof Bitterfeld. Hui. Die Ladestelle ist hier definitiv nicht mit eingerechnet, weil jetzt haben wir schon ein bisschen Verspätung. Noch ein bisschen. Jetzt. Rasttraktion sperren natürlich, wenn die Türen auf sind, damit ihr nicht losfahren kannst bei offenen Türen. Hat nicht jedes Fahrzeug, aber die neuen haben es. Zum Beispiel 628 hat sowas nicht, da kannst du bis 5 km/h bleiben, da bleiben auch die Türen auf. So, jetzt sind wir aus der La raus, jetzt dürfen wir wieder 120 fahren. Und ab Bitterfeld bis Leipzig dürfen wir sogar 160 fahren. Erlaubte Höchstgeschwindigkeit von dem Teil her.
Nächste Station, Wolfen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Wolfen. Doors opening on the right. Wolfen. Sieht man ein oder wenige Bahnhöfe, das andere waren ja keine Bahnhöfe in dem Sinne, ja, Haltepunkte. Und jetzt ist es wenigstens noch ein Bahnhof zur Überholung. Aber wahrscheinlich wird er ja bis auf S-Bahn und Nahverkehr kaum was los sein auf dieser Strecke. Ah, da kommt die nächste 43er. Die fahren aber ganz schön langsam ein. Wenn ich einfahre, ich fahre definitiv schneller. Jetzt bin ich gerast schon und jetzt habe ich schon wieder hier Minus, jetzt habe ich schon wieder Standzeit bis 41:30. So, noch 10 Sekunden, dann geht's weiter. Dann haben wir schon wieder vor uns stehen LF6, Kennziffer 112. Also hat sich das 140 Fahrt da vorne in 1000 Metern sowieso wieder erledigt. Wir werden dann wieder nur 120 fahren. Und hier oben natürlich ein Vorsignalwiederholer. Gas1 mit weißem Punkt, was natürlich nicht wieder mal nicht dem Vorbild entspricht, weil der weiße Punkt wäre dann aus. So. Da geht's dahin. Aber sonst ist es ein echt schönes, entspanntes Fahren mit der Kiste. Muss man echt sagen. Nächste Station. Greppin. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Greppin. Doors opening on the right. Das Witzige ist, so wie die Bremsanzeige anzeigt, würde es eigentlich bedeuten, dass zum Teil der hintere gar nicht mitbremst. Weil das sieht, wenn man das links in diesen zeigt, sagt der Pfeil, er will vollständige Bremsleistung. Das gelbe, aber eigentlich, was die Bremsleistung darstellt, geht gar nicht mit auf 100%. Das ist eigentlich komisch. Eigentlich müsste die Traktions- bzw. Bremsleistung gleich sein. So, hier ist ein kleiner Fehler, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht. Da vorne ist ein Vorsignalwiederholer. Der rechte ist für uns, der linke ist fürs Gegengleis. Seht ihr aber, das ganz hinten, hier, warte, hier, blinkt schon das Einfahrtsignal Bitterfeld. Das bedeutet, der zeigt in dem Sinne frei
Fürs linke Signal. Das linke Signal zeigt uns, das Signal vorne ist frei. Und das rechte sagt eigentlich, das nächste Signal ist halt. Das bedeutet, hier liegt eine Störung vor. Eine echt komische Störung. So, Krepid ist nun halt auf freier Strecke. Das bedeutet, ich kann jetzt natürlich bis zum nächsten Signal anfahren. Und wenn ich jetzt noch nichts sehe, bedeutet es für mich, ich gehe natürlich als Lokführer von der höchstmöglichen Sicherheit aus und sage, pass auf, das nächste Signal ist halt. Fahre ich erstmal hier vorbei, drücke Wasser. Dann fahre ich ran, bis ich das nächste Signal sehe. Genau, dann sehe ich aber hier das Vorsignal, das zeigt, das geht für mich. Haben wir 60. Dann rufe ich hier den Fahrdienst an, drücke hier die 2. Piep. 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 Dann meldet sich normalerweise der Fahrdienst. Bitte fett. Dann sage ich dir Servus, grüß dich. Der Vorsignalwiederholer vom Einfahrtsignal Bitterfeld ist gestört. Der stand auf KS2, also Halteort. Dann wiederholt er das. Dann sage ich, jo, passt. Und dann sagt er im Normalfall noch Danke. Und dann war's das. Dann habe ich das dem gemeldet. Und dann schickt er irgendwann seine Signalleute raus. Und dann geht es seinen Gang. Nächste Station, Bitterfeld. Übergang zur S-Bahn-Linie S8 nach Lutherstadt-Wittenberg und zum Fern- und Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Bitterfeld. Change here for regional and intercity train services. Doors opening on the left. So, hier ist jetzt ganz cool 60 Einfahrt und das nächste Signal zeigt dann 100 an. So, und das ist ein Fehler im Spiel. Ich habe mir schon gedacht, ob sowas passiert. So. Ich habe jetzt eine Zwangslösung gekriegt vom Hauptsignal, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich eine Beeinflussung, also weil das Vorsignal hat zwar geblinkt, KS1 geblinkt, und hat mir eine niedrige Geschwindigkeit angezeigt, und zwar 100. Aber die 100 ist nicht für 1000 Hertz abgesichert, das ist auch ein Programmierfehler. Jetzt würde ich auch wieder den Fahrdienst anrufen und würde sagen, Fahrdienst, grüß dich, habe eine Zwangsbremsung an dein Hauptsignal gekriegt, es hat Einfahrt mit 60 gezeigt und eine Vorsignalinformation auf 100. Es gibt keinen Sinn, dass der Magnet scharf war. Dann, weil die direkt vom Hauptsignal kam und das Signal wird keinen Sinn ergibt und weil er es mir natürlich hätte zurücknehmen können, müsste ich einen Befehl 2 schreiben, der heißt Befehl 2, Weiterfahrt nach Vorbeifahrt am Hauptsignal. Das wird ein Zwischensignal XY gewesen sein. Und dann gibst du deinen Namen, Namen vom Fahrdienstleiter, Übermittlungscode, Name, Datum. Dann unterschreibst du das, wiederholst das, unterschreibst das mal, wiederholen, dann unterschreiben. Und dann ist die Sache vom Tisch. Dann darfst du weiterfahren. Das ist eine Versicherung für alle beide, dass das Signal nicht zurückgefallen ist oder zurückgenommen wurde. Und du dann, sagen wir mal, im Gefahrfall weiterfährst. Passiert. Kann auch gerne ein Signaldefekt sein. Also im richtigen Leben, hier ist es einfach nur ein Programmierfehler.
Ich fahre natürlich hier genauso, wie ich es in der Realität tun würde. Und deswegen erzähle ich euch natürlich auch was falsch und was nicht falsch ist. Genauso wie hier Beendigung der Freitaste niemals die 85 blinkt, außer ich hätte keine Zugdaten eingegeben. So. So, jetzt haben wir angehalten am gewöhnlichen Halteplatz. Jetzt darf ich ausfahren mit 100 km/h. Wir kriegen ein L für Leipzig. Das ist ja der Grundsatz des anschließenden Weichbereiches, der heißt, bei Fahrt auf Einfahrt oder Zwischensignal gilt der anschließende Weichenbereich bis zum nächsten Hauptsignal oder bis zum gewöhnlichen Halteplatz bei mehreren den letzten. So, ich habe planmäßig gehalten in Bitterfeld und habe Ausfahrt mit 100 gekriegt und darf jetzt am Bahnsteig sofort die 100 fahren, die 100 km/h, die am Zwischensignal signalisiert sind. So, wenn wir dann, hab gar nicht gesehen, was wir jetzt hatten. Auf jeden Fall hatten wir da frei. Das würde, wir dürfen jetzt auf 160 km/h beschleunigen. So, nächst alt ist dann Petersroda, der ist leider komischerweise nicht in meiner Ansage drin. Verstehe ich nicht warum. Aber da machen wir das anders. Bis 560 fahren hier. Mal auf Innenlautsprecher, zack. Sehr geehrter Fahrgast, wir begrüßen Sie herzlich in der S-Bahn Mittelstand auf der Fahrt nach Leipzig-Könnewitz. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Petersroda, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Oh, wie der featscht. Schon krass. Featscht ist sächsisch für quietschen. Nur so für alle Nicht-Ossis. Das 46 Meter, aber die Hardhaube ist hier vorne zum Anhalten, Kollege. Nicht 46 Meter, sondern da ist die Hardhaube.
Da vorne die schwarz-weiße. Ich sage euch, das Geilste ist wirklich hier S-Bahn zu fahren oder sowas mit vielen Halten oder vielen Leistungspunkten, weil da kriegst du am meisten Aktionspunkte. So. Brauch ein bisschen bis er auf 160 kommt. Auf jeden Fall würde hier sogar EZB liegen. Das bedeutet, du könntest hier sogar auf diesem Stück von Leipzig bis Bitterfeld, könntest sogar EZB fahren. Deswegen finde ich ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen schade, dass sie keine nicht Leipzig Hauptbahnhof mit reingenommen haben. So, jetzt sind wir mit 160 unterwegs. Schneller. Darf man mit einem signalgeführten Zug in Deutschland nicht fahren? Ja, schneller geht's nicht wie 160. Weil der Bremsweg da nicht ausreicht. Aber wenn ich jetzt an einen Signal VR0, also haltseigenen Signal, vorbeikommen würde, würde ich auch sofort eine Schnellbremsung oder zumindest eine Vollbremsung einlegen. Weil man kann das sicher mal ausrechnen. Du rechnest mal ungefähr 160 durch 3,4, oder sagen wir mal, du rechnest mal grob durch 3,6 meine ich, du rechnest mal grob durch 4. Das bedeutet, du legst allein, sagen wir mal, 45 Meter in der Sekunde zurück. Das sind in 2 Sekunden sind es knapp 100 Meter. Also, da muss man echt schon gut fahren. Nächste Station, Delitzsch. Unterer Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich fange hier bei 800 Metern an zu bremsen, gehe aber dann sofort in die maximale Bremse ein. Bei 800 Metern ist schon krass. Das kannst du auch nur jetzt machen, hier wo es trocken ist. Bei feuchter Schiene kannst du es nicht machen. Sieh mal, am Bahnsteig anfangen immer noch 60. Ja, wie 60 solltest du, wenn du solche kurze Bahnhöfe-Bahnsteige hast, das ist ja, sagen wir mal, nicht mal 200 Meter, dann solltest du nicht schneller wie 60 Bahnsteige anfangen fahren. Aber das weißt du dann anhand der Streckenkunde, wie weit du vorfahren solltest, beziehungsweise wie schnell du am Bahnhof einfahren kannst, das ist alles streng und abhängig. Zum Beispiel, wo ich damals mit der Ersatzverkehr gefahren bin, von München über Rosenheim nach Kufstein, wusste ich ganz genau, jeder Bahnsteig 60. Außer München, Ostgrafing und Rosenheim kann man mit Bahnsteiganfang 100 nehmen. Das geht. Ich glaube, Leipzig-Messe müsste man auch mit 100 nehmen können. Wir sind fast wieder plan, wenn man das jetzt sieht. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden Verspätung. Und das auch nur durch meine Fahrweise, das muss man sagen. Ich fahre jetzt sehr streng. Ich sage, man darf auch nicht so viel Verspätung haben.
Ja, meistens ist es wirklich so, wenn du Verspätung hast, tust du Verspätung aufbauen. Irgendwo stehst du dann doch. Weißt du, dann rechnen sie mit deiner Verspätung. Wenn du einmal Verspätung hast, dass du sie nicht mehr wieder aufholst. Beim Güterzug fahren ist es sowieso so, beim Güterzug fahren kannst du vergessen, irgendwelche Zeiten aufzuholen. Da kannst du nur Zeiten aufholen, in denen du halt bei Betriebshalten durchfährst. Du weißt aber ganz genau, wenn ich um die und die Zeit am Brenner losfahre zum Beispiel und es durchkommt, bin ich 3 Stunden in München. Das kann man dann vorherplanen, weil du fährst ja in dem Sinne nicht schneller, sondern du stehst weniger. Das ist das. Zum Beispiel einer meiner Rekorde waren Mannheim, München, 3 Stunden 50 Minuten mit Güterzug, 120 km/h. Das war aber schon krass. Ganz schön wenig los im Zug heute. Ja gut, heute ist ja Sonntag, wo ich das Video aufnehme, da kann man das schon verstehen. Nächste Station, Zschortau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Zschortau. Doors opening on the right. Musste ich das mal geben? Hier sind Haltepunkte, ne? Da rast der ICE mit 200 Sachen lang. So. Und wir sind wieder plan. Ey, geil. Wir sind planmäßig wieder unterwegs. Ich glaube, wir könnten vielleicht mit ungelogen 5 Sekunden Verspätung abfahren. Aber das könnte sich auch genau ausgehen. Das geht sich genau aus. Ja, ich bin so gut. Genau, eine Sekunde. So, weiter geht's. Haben schon ganz schön viel geschafft, über die Hälfte fast. So, auf jeden Fall muss ich auch noch sagen, dass ich ganz stolz bin auf die Leute, die mich hier unterstützen, meine Videos schauen, egal ob, wie gesagt, hier Train Simulator oder natürlich für Örstadt-Mitfahrten bin ich schon bei 2800 Abonnenten. Finde ich sehr cool, muss ich ehrlich sagen. Macht mich schon stolz, bin ich ehrlich. Muss ich auch irgendwas richtig machen, dass ich knapp 3000 Leute habe, die sich darüber freuen. So. Aber man merkt schon, die S-Bahn, die muss auch den Takt gut halten können. Ansonsten bist du wirklich den ICs oder ICEs, die hier langfahren, echt im Weg, ne? Da willst du hier ein bisschen zwischen Bitterfeld und Leipzig.
Aber ich muss sagen, die S-Bahn in Mitteldeutschland hat schon ein großes Streckennetz. Ich habe sie letztens mal gesehen, wo ich meine Verwandten in Magdeburg gesehen habe. Habe ich sie gesehen am Leipziger Flughafen. Nächste Station, Rackwitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is Rackwitz. Doors opening on the right. Ist denn der letzte Halt? Glaube ich, dann kommt Messe. Messe ist dann außerhalb von der Fernbahn. Man sieht Leute. Leute siehst du kaum auf den Bahnsteigen. Eigentlich so gut wie gar nicht. Da fahren wir ja zweiteilig durch die Gegend. Das gibt's ja wohl nicht. Außer wir haben dann, wie gesagt, mehr im Tunnel, das kann natürlich sein. So. Nächster Halt, Leipzig besser. Leitsch Messer. Wie gesagt, hier ist immer noch Schnellfahrstrecke. Ich glaube, hier fährst du aber nur noch 160. Ich glaube, durch diese Kurven fährst du nicht mehr mit 200. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Auf jeden Fall glaube ich, dass du den nächsten Mal abbiegst hier. Könnte ich mir vorstellen. Ja, 3,8 Kilometer und 120. Na genau, hier sind 160. Würde gerne wissen, ob du wirklich hier in die LZB aufgenommen wirst. Aber ich glaube nicht. Nächste Station, Leipzig Messe. Übergang zu den S-Bahn-Linien S5 und S6. Fahrgäste zum Flughafen Halle Leipzig steigen bitte hier um in die S-Bahn-Linie S5. Passengers traveling to Halle Leipzig Airport, please change here to S-Bahn Line S5. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Leipzig Messe. Change here for the exhibition center. Doors opening on the left. Ich sehe genauso einen Witz, dass du jetzt hier schon anhalten sollst. Jetzt so mit 100 einfahren können. Aber egal, wir halten mal an.
So. Ist doch noch Fernbahn, okay. Ja, da drüben geht's, glaube ich, auf den anderen Bahnsteigen geht's nach Halle. Boah, jetzt müssen wir eine Minute hier warten, weil ich so ein Haser bin. Jetzt wird's gleich gemütlicher. Den hätten sie uns gleich hinten draufstellen können. Wären wir vierteilig gefahren. So, noch 20 Sekunden. Und dann geht's weiter. Da eindeutig zu viel Wartezeit. Oder wir sind einfach zu schnell. Das kann natürlich auch sein. Wir fahren natürlich schon ein heißes Eisen. Wie gesagt. Wir fahren ja auch nur ein bisschen, eigentlich ein bisschen langsamer, weil wir ja nach der signalisierten und nicht nach der Streckengeschwindigkeit gehen. Und wir müssen natürlich auch auf die Signale achten. Wie gesagt, die 120 dort vorne werden eigentlich nicht angezeigt. Du bräuchtest hier schon mal am Signal nur 120. Es ist halt komisch, dass es nicht angezeigt wird. Oder ich habe es natürlich übersehen, das kann auch sein beim Bremsen. Ich habe es übersehen. Nicht vermint die 90, okay. Sehr spaßig. Am 90 am nächsten Signal. Ihr seht, ihr habt Streckengeschwindigkeit oben rechts steht 100. Am Signal werden aber 90 angezeigt. Dann fahren wir natürlich auch die 90. Ist ja ganz klar. Da werden 90 angezeigt. Nächste Station. Genau, links geht's zum Hauptbahnhof. Leipzig Nord. Übergang zur S-Bahn-Linie S4. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Leipzig Nord. Nord. Doors opening on the left. Hast du wieder 90 gehabt? Und in anderthalb Kilometern hast du 80. Wie gesagt, hier werden dir die 90 gar nicht angezeigt. Die sagen hier 100. So, hier hast du jetzt aber auch wieder 100. Am Signal. Oh, der hat ganz schön viele Fahrgäste abgesetzt. Ja, hast du jetzt 100? Hast du jetzt mit 100 fahren? Ja, hier will er zum Beispiel, dass ich ganz vorfahre. Der Schlawiner. So, jetzt hast du typisches Signal, kann ich euch gleich mal erklären. KS2 bedeutet, kann mir wunderbar schön erklären. Blinkendes grünes Licht bedeutet Geschwindigkeitsänderung. Du hast freie, aber du mit Geschwindigkeitsänderung. Du hast oben eine weiße 10, das bedeutet, das ist ein ZS3. Das bedeutet, ab hier darfst du 100 km/h fahren. Wenn du
diesen Signal mit der Zuglänge drüber bist, darfst du beschleunigen. Wenn du jetzt 120 fährst, musst du ab diesem Signal deine 100 fahren. So, dann hast du unten eine gelbe 8, das ist ein ZS3V. Das signalisiert dir, am nächsten Signal hast du 80 zu erwarten. Also dann steht da oben nicht eine weiße 10, sondern eine weiße 8. Du musst am nächsten Signal dann 80 fahren. Und darunter steht ein ZS2V, ein Richtungsvoranzeiger, der mir mit einem gelben T sagt, dass du in Richtung T wahrscheinlich Tunnel abbiegst. Das nächste Signal muss mindestens eine weiße 8 haben mit 80 und einen weißen T für Tunnel. Es kann natürlich aber auch durchaus sein, dass dieses T, das ZS2, separat alleinstehend angezeigt wird. Es kann beides sein. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall muss ich dieses Signal bestätigen mit wachsam. So, und hier haben wir wieder einen Fehler drin. Weil theoretisch werden 80 und 90 km/h mit einem Messabschnitt versehen. Und wenn ich bei 80 unter 95 km/h über das Signal drüber fahre, was ja jetzt deutlich weniger war, dürfte es keine Beeinflussung geben. Aber naja. Viel Theorie. So. Jetzt sieht man hier, im nächsten Signal hat man hier 80. 80 erfahren. 80 erwarten ist ein bisschen Schwachsinn eigentlich, weil braucht ja nicht vorsignalisiert zu werden, wenn du 80 fährst. Und ein weißes T für Tunnelstrecke. Genau, da hinten sieht man noch die Umrisse des Leipziger Hauptbahnhofs. Und wir biegen jetzt ein in den Tunnel. Ist der Hauptschalter geflogen oder was? Sehr witzig. Nächste Station, Leipzig Hauptbahnhof. Übergang zum Regionalverkehr, zum Fernverkehr und zu den S-Bahn-Linien S1 und S3. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Leipzig Hauptbahnhof. Central Station. Change here for regional and intercity train services. Doors opening on the left. Willkommen am Hauptbahnhof. Ist 13:20 Uhr. Alter, das geht aber nicht. Das ist schon cool gemacht. Was ist das hier? Keine Witz. Da steht noch die S1 dran. Witzigerweise. Witzigerweise steht hier die S1 noch dran, die eigentlich schon längst abgefahren ist.
Schauen, ob sie es jetzt ändert mit 13:20 Uhr. Sehr geehrte Fahrgäste, wir warten Sie. Dies hier ist die S2 nach Leipzig-Könnewitz. Ich wiederhole, dies ist die S2 nach Leipzig-Könnewitz. Ich lasse Ihnen die falsche einsteigen hier. Schade, dass das hier nicht funktioniert. Nächste Station, Markt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Markt. Doors opening on the left. Aber ich finde die Stationen schon ganz cool. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Muss man schauen, noch ein schönes. Oh, herrlich. Schade, ich habe gedacht, man kommt da irgendwie ran. Ja, wenn nicht, muss ich hier ein Bild machen. Schauen, ob ich noch woanders ein schönes Bild herkriege. Aber ich brauche ja wieder, wie gesagt, ein schönes Bild für mein Thumbnail in YouTube. So. So. Nächste Station Wilhelm-Leuschner-Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Wilhelm-Leuschner-Platz. Doors opening on the left. Das finde ich fast noch viel cooler hier, muss ich ehrlich sagen. Ah, leider ist es halt so ein bisschen beengt hier. Ansonsten wäre es ein ganz cooles Bild geworden hier. Denke ich. So. So, nächster Halt ist dann Bayerischer Bahnhof.
nächste Station Leipzig, Bayerischer Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Bayerischer Bahnhof. Doors opening on the left. Vielleicht können wir hier noch ein schönes Bild machen. Das ist doch cool. Das machen wir. So, dann haben wir nur noch Leipzig MDR. Und dann sind wir da. Herrlich. Cool. Aber pünktlich wie die Maurer sind wir auch. So, schließen. So, auf geht's. Nächste Station MDR. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. The next station is MDR. Doors opening on the right. MDR. Willst du dich doch verarschen? Wir haben 3 Minuten Zeit. Wir haben 3 Minuten Zeit vom Bayerischen Bahnhof zum MDR. Das ist doch übertrieben, ey, echt. Da schon, haben wir oben C gekriegt. Man sieht, das C steht dort. Separat gestellt. Ein C für Konowitz. So. Haben wir es echt geschafft. Ich muss sagen, die Stunde ging vorbei wie im Flug. Ohne Witz, muss ich jetzt sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Aber das lange Stehen ja bei der S-Bahn ist echt untypisch. Würdest du das in München machen? So lange stehen mit der S-Bahn. Die Leute, die werden nervös, die kriegen schwitzige Finger. Haben Angst, die haben Verspätung. Ehrlich. Die kriegen schwitzige Hände, Schweißausbrüche. Da klopft es sicher nach ein paar Minuten hinten an die Tür. Warum wir hier stehen?
Wenn du mal oben rechts die Aktionspunkte anschaut, finde ich schon krass. 22.000 Aktionspunkte. Und ich wette, jetzt kommen wir dann noch zu spät in Könnewitz an, weil die Fahrzeit bis Könnewitz wahrscheinlich so riesig groß ist. Aber ich dachte, dass du da hier ja, mit. Entschuldigung, mit 40 da rumeierst, glaube ich, dass dir das ein bisschen Zeit kostet. So, auf geht's. Alter, 2,5 Minuten bis Konnewitz. Genau, nicht einsteigen. Nicht einsteigen. Sehr witzig. Nächste Station Leipzig-Konnewitz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit der S-Bahn Mitteldeutschland und hoffen, dass wir Sie bald wieder an Bord unserer Züge begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. The next station is Leipzig-Konnewitz. Attention please. We are now approaching the last stop of the line. All passengers are requested to leave the train. Doors opening on the left. So, jetzt tun wir hier jetzt noch mit 40 hier reinzuckeln. Und dann sehe ich mich kommen, dass wir es bis 33 nicht schaffen, in Könnewitz zu stehen. So. Das schaffe ich nie, bis 33 da zu stehen. So. Da sind wir in Könnewitz. Nein, was ist hinter uns? So, wunderbar, da haben wir es geschafft. Ui, Level 74. 23.000 Erfahrungspunkte, Goldmedaille, wunderbar. Was sagen wir, können wir zum vorigen Spiel zurückkehren? Ah, den fahren wir nicht mehr. So, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Cool. Danke ich für euch allen fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wiederum P8 und sagt ciao, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.